So, liebe Leute, das Projekt, was ihr hier seht, nennt sich eigentlich Hofpflastern. Ursprünglich hatte ich vor, den ganzen Hof zu pflastern mit den Pflastersteinen, die ich hier mal besorgt habe und kostenlos bekommen habe, so aus den verschiedensten Ecken. Aber aus dem Projekt ist dann doch ein bisschen was Größeres geworden. Eigentlich wollte ich das gar nicht wirklich aufnehmen, aber irgendwie möchte ich es natürlich selbst auch dokumentieren. Also angefangen von hier vorne. Hier habe ich mal eine Drainage eingebaut, weil das Wasser hier immer runtergelaufen kommt. Von der Straße vorne. Von meiner Garage kommt ja das Regenwasser auch schon. Von den Regenrinnen da entlang. Und geht hier quer über den Hof. Das musste ich neu verlegen. Dann habe ich hier schon mal Borde gesetzt an der Seite. Ordentlich in Beton eingelassen, sodass es eine vernünftige Kante gibt. Hier geht natürlich auch das Regenwasserrohr lang von der Drainage bis darüber und dann dahin. Hier wird dann ein Hofablauf sein, also so ein kleines Ablaufgitter, wo dann auch noch das überflüssige Wasser, was hier auf den Steinen sich sammelt, quasi abläuft und was hier links von der Betonfläche kommt, auch abläuft, auch in die Regenwasserzisterne, damit das Ganze vernünftig gemacht werden kann, beziehungsweise hier ordentlich gepflastert werden kann, musste ich hier bisschen die Kanten anheben, die Türen ein bisschen anheben, weil der ganze Hof in Summe ein Stück angehoben wird. Hier vor der Werkstatt, vor der Garage, habe ich schon mal auch Kantensteine gesetzt. Die linke Seite wird nicht gepflastert. Die ist mit sogenannten Schotterrasen schon mal gefüllt. Das ist eigentlich sozusagen Muttererde gemischt mit Steinbruch. Und zwar mit Natursteinbruch, also ist es Naturschotterrasen in dem Fall. Da kann man wunderbar drauf fahren und angeblich soll auch Rasen drauf wachsen. An der äußeren Begrenzung hier setze ich dann auch noch Rasenkantensteine. Da muss ich noch das Fundament entsprechend ausbuddeln und entlang setzen, sodass die linke Seite hier mit Mutterboden gemacht werden kann, wo die Rankelpflanzen dran sind und der Rest wieder mit Schotterrasen befüllt werden kann. Ja, und da der Hof eben hier bis auf die Höhe angehoben wird, komme ich also ungefähr bis zu dieser Kante von der Höhe her und musste das alles noch ein bisschen zumachen. Und damit auch das Regenwasser denn da nicht mehr ins Mauerwerk geht, weil ja hier noch eine Sperrschicht ist und da eine Sperrschicht ist, bin ich jetzt gerade dabei, das Ganze mit Bitumen Dichtmasse dicht zu machen. Dazu habe ich den alten Betonputz hier abgeklopft. Und jetzt wird das Ganze dicht gemacht. Jetzt werde ich erstmal die zwei Komponenten Dichtmasse hier anrühren. Für so einen Bitumenanstrich sollte man immer so einen alten Rührer da haben. Den kriegt man nie wieder sauber, aber dafür kann man den immer wieder verwenden für so ein Bitumenzeug. So lange, bis er vollkommen verklebt ist. Und da ich das schon mal im Keller gemacht habe damit, habe ich den noch. Okay, das Ganze ist durchgemixt wie beim Kuchenbacken. Jetzt wird es mit einer alten Kelle und mit einer alten Glättkelle an die Wand angebracht. Die Wand muss vorher staubfrei, trocken sein. Sie muss möglichst keine Erhebung haben. Und dann kann man das Ganze einschmieren. Eigentlich recht einfach.
Aber jetzt wird das einigermaßen glatt gezogen, so dass es knapp unterm Rand ist. Und dann muss ich es abziehen mit dem Brett, so dass ich insgesamt 10 cm genau unter dem Rand bin. Und ich muss natürlich auch ein bisschen die Fälle beachten und was weiß ich nicht alles. Also schauen wir mal. So, jetzt kratze ich das Ganze noch mal ein bisschen gerade. Vor allem in den Ecken und am Rand. So dass man genau 4 cm von dem Recycler, also von dem Split auftragen kann.